Ja, hi. Es wird mal wieder Zeit für eine Runde durch die Nachbarschaft. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Bahnhof Neandertal. Und von da aus geht es dann Richtung Düssel, also dem kleinen Bächlein. An dem laufe ich entlang bis Richtung Grüten und dann in einem großen Bogen wieder zurück nach Mettmann. Komoot hat mir da einige Sehenswürdigkeiten aufgezeigt, haben natürlich alle irgendwas mit der Düssel zu tun. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt eure Route geplant und ich habe meine jetzt gestern Abend geplant. Also, dass ich raus wollte, wusste ich natürlich schon länger. Aber wo es hingehen sollte, wusste ich noch nicht. Und naja, ich habe die Route geplant, alles rausgelegt, Sachen zusammengepackt. Heute Morgen wach geworden und ich dachte so, so richtig Lust, ich weiß noch nicht. Naja, angezogen, losgelaufen und ich muss sagen, umso mehr Kilometer, umso schöner wird's und umso mehr Lust habe ich auch. Und es ist halt dadurch, dass es noch so früh ist, wir haben kurz vor 8, ist es natürlich auch noch super leer. Also hinter mir ist der Bahnhof zu sehen, da steht einsam ein Bus, aber hier ist kein reges Treiben. Normalerweise ist hier halt wirklich der Parkplatz komplett voll und daher würde ich mal sagen, richtige Entscheidung. Ist manchmal schon verrückt, wenn man so durch die Gegend läuft und auf einmal ein Familienmitglied findet. Darf ich vorstellen? Urgroßvater. Hier im Neandertal gibt es wirklich überall irgendwelche kleineren Dinge zu erkennen. Hier unten zum Beispiel sind Fußabdrücke von Tieren in den Boden eingelassen. Da kann man dann überlegen, welcher Fußabdruck zu welchem Tier gehört. Direkt um die nächste Ecke sieht man einen alten Steinbruch. Hier vorne sollte eigentlich eine Hecke stehen, aber ich glaube, die ist einfach mit der Zeit kaputt getreten worden. Ich meine, eine Hecke ist ja auch immer so ein bisschen Sichtschutz und eigentlich möchte man ja gerne hier den Steinbruch sehen und wenn hier halt ganz viele Menschen lang latschen, dann glaube ich, bleibt das einfach nicht aus. Auf der gegenüberliegenden Seite, ich hoffe ihr seht den Pfeil, da hat man die Knochen gefunden vom Neandertaler, also die ersten Knochen. Wie gesagt, hier gibt es an jeder Ecke was zu entdecken. Mal ist es Kunst, mal ist es naturkundlich, mal ist es Geschichte. Ach ja, und natürlich, wen treffen wir hier? Unser Neanderlandsteig. Unter anderem gibt es hier im Neandertal auch ein Wildgehege. Auch das lohnt sich mal zu besuchen. Was auch sehr schön ist, es gibt hier entlang des Weges wirklich alle paar Meter mal eine Sitzgelegenheit und das finde ich persönlich auch sehr gut, Mülleimer. Also so kann mir keiner erzählen, dass er sich verleiten lassen konnte, Müll in die Walachei zu schmeißen.
Hört ihr das? Nein, ich auch nicht. Die Talstraße, die quasi ja, das Neandertal begleitet, indem es mitten im Neandertal liegt, ist schon eine sehr befahrene Landstraße, auch recht laut. Und man braucht im Grunde wirklich nur ein, zwei Abbiegungen. Damit hat man quasi zwischen sich und Landstraße ja, einen Hügel gebracht und schon Schweigen im Wald. Glaubt man gar nicht, wenn man von oben auf die Karte guckt. Aber wirklich, wirklich schön. Im Neandertal gibt es halt auch recht viele Auen. Also das ist jetzt im Grunde einfach das Weideland. Da hinten fließt die Düssel lang. Ja, leider nimmt so eine Actioncam die Steigungen nicht mit auf. Vielleicht kann man es erahnen. Da unten ist die Düssel. Und hier oben bin ich. Ja, mega. Vor lauter Schwärmen bin ich falsch abgebogen. Das heißt, ich bin den ganzen Berg quasi umsonst hochgelaufen. Na, wobei umsonst ist ja auch gelogen. Ich meine, die Aussicht, die ist ja schon granatenmäßig. Aber trotzdem dämlich und ärgerlich. Aber Gott sei Dank war es nicht ganz so viel, was ich mich verlaufen habe. An Höhenmetern ein bisschen und an Distanz noch weniger. Da vorne ist die Abzweigung und dann bin ich wieder auf dem Track. Wobei, also ich glaube, sowas passiert erstens jedem und zweitens, ich glaube, wir sprechen einfach nicht drüber. So, da unten wieder unsere alten Verdächtigen und bis Grütendorf sollen es noch 6,5 Kilometer sein, obwohl ich eigentlich noch relativ viele Kilometer vor mir habe. Na, mal schauen. Jetzt ist mir langsam warm, jetzt ziehe ich auf jeden Fall schon mal die Jacke aus. Obwohl wir zwar nur 5 Grad haben, es ist windstill und ja, bei Bewegung kommt es einem direkt viel, viel wärmer vor. Und daher Jacke aus. Weiter geht's. Hier wieder eine Schautafel und zwar weist diese Schautafel auf ein Flößwehr hin. Das Ganze sieht man jetzt hier vorne. Im Grunde war das eine kleine Staumauer, womit man die Düssel umleiten konnte. Und damit hat man Felder gedüngt, also mit dem Wasser der Düssel. Ich hoffe, man sieht da oben die Nester mit den Vögeln. Ja, die gucken mich schon ganz argwöhnisch an. Gehen wir einfach weiter.
mit dem ruhigen Geplätscher im Hintergrund. Also ich muss sagen, all das, was ich heute Morgen dachte mit, oh, willst du wirklich, komplett verflogen. Und ich muss sagen, es war die beste Idee überhaupt. Gerade auch jetzt, wo im Grunde das Wetter ja noch nicht allzu doll ist, sind halt auch wenig Leute unterwegs. Und ja, der Erholfaktor ist jetzt, und ich habe glaube ich fast 8 Kilometer hinter mir, der Erholfaktor ist Wahnsinn. Eine schöne Schutzhütte gibt es hier auch. Wobei im Vorgarten dieser Häuser aber schön. Mit dem Tisch in der Mitte, Mülleimer, was braucht man mehr? Wieder was entdeckt, und zwar sind das die Überreste eines Kalkofens. Seit Weihnachten habe ich einen neuen ständigen Begleiter auf meinen Touren, und zwar habt ihr bestimmt schon öfters mal im Bild gesehen. Es handelt sich um das Cross Plus von TUNAF, und ja, dadurch, dass ich vorher entweder mit Karte oder einfach mit meinem Handy navigiert habe, beziehungsweise mit meiner Uhr, was alles Vor- und alles Nachteile hat, habe ich gedacht, naja, hol dir doch mal ein rein rassiges Navigationsgerät. Ha! Und dann ging's los. Also erstens gibt es, ich sage mal, für einen akzeptablen Preis kaum noch etwas. Meistens sind es immer irgendwelche Kombigeräte, wie jetzt zum Beispiel eine Uhr. Also Uhren von Garmin haben natürlich alle Kartenmaterial drauf. Von Suunto natürlich dann genau das gleiche. Aber ich wollte halt ein wirkliches, reines Navigationsgerät. Naja, und so bin ich dann über viele, viele Umwege zu TUNAF gekommen. Ein spanischer Hersteller, der aber immer mehr auch in den, ich sag mal, europäischen Markt kommt, hat ganz, ganz viele Features. Und naja, ich bin quasi immer noch in der Kennenlernphase. Ich werde da sicherlich mal ein Video zu machen, aber ja, das sind dann auch immer so Ausrüstungsgegenstände, die, ich sag mal, sehr, sehr aufwendig zu beschreiben sind, und naja, kommt aber bestimmt in der Zukunft. Wisst ihr eigentlich, woran man einen Wanderer von einem normalen Spaziergänger unterscheiden kann? Richtig, der Wanderer grüßt, der Spaziergänger gibt sich Mühe, euch bloß nicht anzugucken. Diese Brücke hier, also nicht die, auf die ich jetzt gehe, sondern an dieser Stelle stand 1645 schon eine Brücke. An dieses Alter erinnert auch dieses kleine Denkmal. Ich meine, das ist ja schon ganz schön lange her. Beeindruckend.
Ich hoffe, man hört's. Die Düssel kann auch ganz schön wild sein. Ich nähere mich jetzt langsam wieder Grütendorf, sprich der Zivilisation. Damit endet meine Reise. Die letzten 4,5 Kilometer an der Landstraße, die sind jetzt nicht wirklich zeigenswürdig. Und daher sage ich, bis zum nächsten Video. Ciao.